Simplicissimus, haben die ein geiles neues Video? Der riesige Betrug. Das riesige Netzwerk der Insta-Betrügung. Das hier ist die zweite Version dieses Videos. Oh. Wir haben uns nach neuen Erkenntnissen zu einer Bearbeitung und einem Re-Upload entschlossen. Was würdet ihr machen, wenn ihr mehrere Millionen Follower auf Insta hättet? Vielleicht ein bisschen Werbung für dieses oder jenes? Oh ja, ich würde so Werbung machen, Alter. Holy shit. Ich mach's ja so schon, aber ich würde so machen. Ja, weiter. Guckt. Vielleicht ein E-Book oder etwas Merch. Falsch. Diese 21 Seiten zeigen, wie es geht. Sie bewerben eine Reihe an Telegram-Kanälen, randvoll mit gestohlenen Nacktbildern. In diesen Kanälen wird dann wiederum eine angebliche Person beworben, die pornografische Inhalte von sich vertickt. Gut, ihre Identität und ihr Material sind ebenfalls gestohlen, aber so kann man an einzelnen Tagen weit über 1000 Euro einsacken. Oha. Nicht schlecht. Blöd nur, dass jemand diesen schönen, groß angelegten... Dafür muss ich Max 2 Minuten Gameplay anschauen, von was das auf dem schwarzen Brett ist. Schön blöd, wieso machen die das nicht auch einfach so? Scam über Wochen hinweg beobachtet, dokumentiert und analysiert hat. Es wird mal wieder Zeit. Scheiße. So besser? Am Anfang des Scams stehen mindestens 21 Instagram-Seiten. Von Quality-Meme-Pages hin zu tollen Sexfakten und lustigen Tattoos ist alles dabei. Über Wochen hinweg haben diese Seiten verschiedene zusammengehörige Telegram-Kanäle beworben. Durch Stories, Posts und immer wieder durch verschiedene Links in der Beschreibung. Mindestens diese Accounts sind beteiligt. Witzige Baufehler, Liebesakt-Fakten, lustige Zettel, erlaubt vor 18, schmutzige Stories, Horror-Date-Stories, Horror-Work-Stories, Horror-Familien-Stories, lustige Tattoos, Bin-Kiffen, Doktorspiel-Fakten, Jungs-Fakten, Geschlechts-Fakten, Google-Antworten, zweideutige Memes, Wasted-Moments, blau-gesoffen, Tageshoroskop, Namensbedeutungen, FML-Momente und Konter-Chats. Das macht theoretisch insgesamt rund 7,2 Millionen Follower. Sicherlich überschneidet sich da einiges, dennoch eine beachtliche Reichweite. Die Seiten lassen sich durch verschiedene Indizien in 4 Gruppen einteilen. Da wären zum einen die So- und So-Stories. Insgesamt sind das 8 Seiten, die sich alle gegenseitig folgen, verlinken und die gleiche Aufmachung haben. Mindestens 4 der Seiten sind an dem mutmaßlichen Scam beteiligt. 6 weitere Pages laufen über dieselbe web.de-E-Mail-Adresse. 6 andere laufen über eine GMX-E-Mail. Dazu kommen 3 Accounts einer GmbH in Bayern. Diese Firma verwaltet augenscheinlich noch zahlreiche weitere Pages, eine mögliche Beteiligung am mutmaßlichen Scam ist hier aber jeweils unklar. Halten wir fest, es handelt sich um ein riesiges Netzwerk aus Instagram-Seiten. Aber obwohl es derart viele Accounts sind, deutet einiges auf nur wenige zentrale Verantwortliche hin. Jungsfakten, erlaubt vor 18, die Themen, die Art zu schreiben, die Personen, die sich in den Kommentaren tummeln, viele der Seiten richten sich ziemlich eindeutig an ein jugendliches, männliches Publikum. An dieses Publikum bewirbt das Netzwerk einen Ring aus 7 öffentlichen Kanälen im Messenger Telegram. Besonders 2 Kanäle werden beworben. Vor allem klingt ja nach sau viel Arbeit für das Geld, oder? Dass sich das überhaupt lohnt, da so viel Arbeit reinzustecken. Rund 60.000 Follower, zweiterer knapp 50.000. In den Kanälen werden pornografische Inhalte veröffentlicht. In der Beschreibung des X-Frauen-Kanals heißt es, man sei gegen Kinderpornografie und würde rechtlich dagegen vorgehen. Na, immerhin etwas. Okay, 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 no doubt. Aber das reicht natürlich nicht.
Telegram ist in Deutschland im App Store ab 17. Im Play Store wird die Altersfreigabe der USK ab 18 angezeigt. Ist aber rechtlich irrelevant, wenn irgendwelche Leute pornografische Bilder über Telegram verbreiten. Dann greifen ganz andere Normen. Dann greifen Jugendschutznormen. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag greift dort und der regelt eindeutig, das hat der Bundesgerichtshof auch so schon ausgeurteilt, dass man geschlossene Benutzergruppen haben muss, wenn man pornografische Bilder verbreiten möchte. Das ist Christian Solmecke von der Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke. Er hat uns erklärt, dass Telegram-Kanäle eben keine solchen geschlossenen Benutzergruppen sind. Tja, und bei einem Verstoß gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag? Dann droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, weil hier Inhalte öffentlich zugänglich gemacht worden sind, die ganz offensichtlich dazu geeignet sind, die Entwicklung von Kindern zu gefährden. Nach Solmeckes Einschätzung ist potenziell sogar schon das öffentliche Verlinken dieser Telegram-Kanäle auf Instagram illegal. In der Gruppe X-Frauen werden fast ausschließlich Einsendungen diverser Frauen gepostet. Ab und an wird angeblich irgendein Typ gegrüßt, mal wird die angebliche Ex präsentiert, mal wird angeblich nachgefragt, was der Kanal von dem und dem Körperteil hält. Bei einigen Bildern reicht eine einfache Image Reverse Search, um zu sehen, dass sie wohl gestohlen sind. Für andere haben wir eine Personenerkennungssoftware genutzt und die Frauen teils anhand von Tattoos oder Narben identifiziert. Die Bilder stammen häufig von OnlyFans-Darstellerinnen. Teils sind es augenscheinlich allerdings einfach Privatpersonen. Wir haben bei einigen der Darstellerinnen mal nachgehakt, ob sie die Nutzung ihres Materials denn erlaubt hätten. Bislang haben uns zwei der Frauen geantwortet und surprise! In beiden Fällen wussten die Frauen natürlich nichts davon und haben den Betreibern kein Einverständnis gegeben. Hier machen sich die Betreiber der Telegram-Kanäle laut Solmecke potenziell gleich mehrfach strafbar. Sie verletzen mutmaßlich Rechte am eigenen Bild der Frauen, dem höchstpersönlichen Lebensbereich und verbreiten mutmaßlich pornografische Schriften an Personen unter 18. Und last but not least werden selbstverständlich auch noch Urheberrechte verletzt, denn irgendjemand hat diese Bilder ja angefertigt, ein Fotograf. Und auch das ist eine Straftat. Insgesamt drohen da mehrere Jahre Haft drauf, wenn man die Hintermänner packt im Höchstmaß. Wenn das nur vereinzelt gemacht worden ist, würde man auch mit einer Geldstrafe hinkommen. Ich sehe es aber hier so, das Ausmaß ist so massiv Holy und shit. So groß, dass man ohne Haftstrafe da nicht mehr rauskommen wird. Gestohlene Bilder mit meine Ex Lea 21 zu inszenieren, ist ganz unabhängig davon schon ziemlich, naja, ekelhaft. Lisa und Hanna. Die Kanäle bewerben außerdem zwei angebliche Frauen, Lisa und Hanna. Beide werden durch angepinnte Kommentare und Links immer wieder prominent in den Gruppen hervorgehoben. Und beide haben eigene Telegram-Kanäle mit jeweils 35 und 27.000 Followern und verkaufen Bilder und Videopakete von sich. Angeblich werden auch private Treffen verlost, man könne privat mit den Frauen snappen etc. etc. Lisa schickt sogar authentische Audios wie Eure geile Lisa. Seltsam, denn eigentlich ist Lisa eine britische OnlyFans-Darstellerin und heißt ganz anders, nämlich Natalie Jopp. Das ist ja ganz neues Level, holy shit. Das ist ja geisteskrank. What the fuck? Die haben einfach, also die verkaufen einfach die Bilder von jemandem, der OnlyFans macht, weiter. Das ist das Geschäftsmodell. Wie stupid, wie einfach auch. Die geben sich einfach als diese Frau aus. Ich hab nicht gedacht, dass das, keine Ahnung, das ist ja schon krass, wenn jemand, Stream-Ausschnitte nimmt und die dann irgendwie hochlädt auf seinem Kanal und so Faxen macht. Das ist ja schon crazy, aber das ist ja das nächste Level, oder? Wir haben sie erfolgreich kontaktiert und, I've never authorized anything. Laut ihr war gar nichts mit ihr abgesprochen. Ihr Material wurde einfach gestohlen und wird jetzt in günstigen Paketen verscherbelt. Die Bezahlung für diverse Pakete läuft im Fall von Lisa über billige Websites mit Impressum auf Malta und immer neue Tippi-Stream-Links. Tippi-Stream ist im Prinzip ein Tool, über das Zuschauer zum Beispiel Geld an einen Streamer oder eine Streamerin spenden können. Und bei Tippi-Stream sind Top-Spender des Tages, der Woche etc. einfach einsehbar.
Eine gleichwertige Spende überbietet dabei eine vorherige. Heißt, die Listen aktualisieren sich fortwährend, wenn alle gleich viel bezahlen. Also haben wir uns an ein paar schönen Abenden Ende März einfach mal dazugesetzt und das Geld gezählt, das die Leute so an Lisa für ein Videopaket abdrücken. Das hier sind natürlich nicht alle Einnahmen, weil nicht jeder Käufer in den Listen auftaucht. Aber sie geben einen Überblick. Manche Menschen haben in diesem Fall über 60 Euro an Lisa gespendet. Vielleicht. Boah, wie kann man sich aber auch so verarschen lassen? Das raff ich nicht. Wie kann man sich so verarschen lassen? Das ist ja wie wenn ihr mir Subs giftet. Nein, das ist ja. Das ist schon geisteskrank. Ich meine, es ist ja gar kein Problem, wenn die 100 Euro nehmen und zu einem OnlyFans-Account gehen und da die 100 Euro da lassen. Ist ja vernünftig. Aber woher. Die haben ja übel das Vertrauen, das verstehe ich nicht. Das ist bei OnlyFans dumm, weil es umsonst bekommen kann. Ja, natürlich, du kannst es natürlich umsonst bekommen, aber ich meine, wenn du Lust hast, irgendwen zu unterstützen, der nice Content macht, auf den du deinen wankst, dann kannst du da auch bei OnlyFans Geld liegen lassen. Das ist nicht verwerflich. Müsst ihr nicht machen, aber ich meine, ich sage nur, ich verstehe Leute, die das machen. Das verstehe ich aber wiederum dann gar nicht, dass man sich so verarschen lässt. Vielleicht in der Hoffnung, privat mit ihr in Kontakt zu kommen. An einzelnen Abenden kommen weit über 1000 Euro zusammen mit augenscheinlich gestohlenem Material. Natalie J. verdient daran nach eigener Aussage zumindest absolut nichts und hat den Verkauf auch nicht erlaubt. Ob das legal ist? Ja, hier haben wir es mit verschiedenen Straftaten zu tun. Erstens Hehlerei, Datenhehlerei und letztlich natürlich auch noch die Urheberrechtsverletzung. Laut Solmecke müssen die Verantwortlichen hier im Zweifel wohl mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen. Die Telegram-Kanäle bewerben auch eine zweite Frau, Hannah. Hierbei handelt es sich nach unseren Recherchen um eine deutsche Amateur-Porno-Darstellerin. Nachdem wir sie zunächst erfolglos kontaktiert haben, hat sie sich auf unser erstes Video hin bei uns gemeldet. Konkrete Antworten auf unsere Fragen bezüglich einer möglichen Beteiligung an der Masche hat sie uns nicht gegeben. Sie sagt lediglich, zum anderen Thema kann ich nur sagen, dass ich über alles informiert bin. Ob sie letztlich an möglichen Gewinnen aus verkauften Paketen oder an dem Netzwerk insgesamt beteiligt war, lässt sich durch diese Aussage nicht konkret feststellen. Was dann aber auch wieder egal ist, so wenn sie halt nicht über OnlyFans ihre Bilder verkauft, sondern da und das Geld dann trotzdem bei ihr landet, ist ja in Ordnung. Es ist ja ihr Content. Solange das Geld bei demjenigen ankommt, der den Content macht, ist ja alles gut. Aber wenn du einfach den Content joinkst von jemand anderen und ihn dann weiterverkaufst, das ist halt gar nicht geil. Das ist halt überhaupt gar nicht nice. Wir vermuten, dass hinter den Instagram-Seiten und den Telegram-Kanälen letztlich die gleichen Personen stecken. Beziehungsweise, dass die jeweiligen Verantwortlichen eng zusammenarbeiten. Erst werden die jungen Insta-Follower in die Gruppen geschleust. Dort werden mutmaßlich gestohlene Nacktbilder und pornografische Inhalte unter dem Deckmantel von Einsendungen geteilt. Die eine Sache ist hier das mutmaßlich gestohlene Material der OnlyFans-Darstellerinnen. Eine ganz andere sind Bilder, die eventuell einfach von Privatpersonen stammen und im Internet gelandet sind. Ich verstehe gar nicht, wie diese Leute. Also, es muss ja ganz einfach sein mit einer Meme-Seite und irgendeinem Algorithmus, der irgendwie witzige. Es muss ja ganz einfach sein, irgendwie ganz viel Reichweite auf Instagram aufzubauen mit einer Meme-Seite, oder? Weil ich meine, die haben das ja nicht einmal gemacht oder zweimal. Die haben ja. Eine Person hat ja irgendwie 8 erfolgreiche Instagram-Meme-Pages. Follower mit Lisa und Hannah bekannt zu machen und diese zu bewerben. Das schlussendliche Ziel ist es dann, die Pakete der beiden Frauen zu verkaufen. Das alles ist in dieser Form, zumindest in Bezug auf Lisa, einfach ein groß angelegter Scam. Wir haben auch versucht, mutmaßliche Verantwortliche hinter dem Netzwerk der Instagram-Seiten zu kontaktieren und die GmbH in Bayern um Stellungnahme gebeten. Wir haben keine Antwort erhalten. Das Ganze wird einige von euch sicherlich an die Masche von Dein Beichtstuhl aus dem Jahr 2018 erinnern. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, das entsprechende Ex-Post von uns haben wir euch verlinkt. Hat Telegram hier ein strukturelles Problem? Wie weit verbreitet sind diese Maschen? Der Telegram-Kanal Blacklist warnt alleine im deutschsprachigen Raum vor zahlreichen ähnlichen Catfishing-Scams. International gibt es Studien und Berichte zu weit verbreiteten Revenge-Porn-Gruppen auf Telegram.
In solchen Gruppen werden ohne Einwilligung Nacktbilder von Ex-Freundinnen und Frauen geteilt, häufig um sich an der jeweiligen Person zu rächen oder um anzugeben. Telegram hat nicht auf unsere Bitte um Stellungnahme reagiert. Wir haben die entsprechenden Kanäle auch gemeldet, Telegram ist dennoch bisher nicht gegen sie vorgegangen. Unabhängig davon ist es recht überraschend, wie lange so etwas bei Instagram durchgehen kann. Die Links zu den Telegram-Kanälen haben über Wochen hinweg eindeutig zu pornografischen, mutmaßlich gestohlenen Inhalten geführt. Die Plattform hat seit langem mit solchen Dingen zu kämpfen. Pornbots überrennen Comment-Sections, Scams sind auf der Plattform weit verbreitet. So crazy, Alter, wie alles im Internet probiert euch zu verarschen. Es ist so krass. Ich bin der Einzige, der euch nicht verarscht. Ich sage euch ganz offen, dass ich gerne eure Prime-Subs hätte. Da ist kein Scam dahinter. Ich will einfach nur euer Geld und ich sage euch das so. Aber ich sag euch nicht, hey, gebt mir euer Geld und dafür wächst euer Penis. So ist das nämlich nicht. Das wäre nämlich gelogen. Ich sag auch nicht, gebt mir euer Geld und dann sag ich euch, wie man eine Frau klar macht. Das wäre nämlich auch gelogen. Aber wo Content? Content kriegt ihr halt dafür auch nicht. Nein, keine, also ich find's krass, wie wirklich alles im Internet probiert, einen zu verarschen. Ich find das crazy. Das finde ich, das wird auch immer schlimmer irgendwie. Dass es immer mehr genutzt wird, um Leute abzuziehen. Eigentlich müsstest du inzwischen in der Schule irgendwie ein Fach haben, was einfach Menschen darauf vorbereitet, was im Internet passiert. Weil ich denke, da sind ganz viele Leute nicht drauf vorbereitet. Ich meine, jeder, der hier, oder viele Leute, die hier im Chat sind und ich auch, wir sind damit aufgewachsen und wir haben gesehen, wie sich das halt entwickelt zu einem gewissen Maß. Wir haben alle mitgemacht, wie sich das entwickelt und wie sich das aufgebaut hat, aber nehmen wir an, du bist jetzt zum allerersten Mal ins Internet geworfen und hast davor noch nie Berührungspunkte gehabt, dann bist du ja komplett am Arsch. Dann wirst du ja so verarscht und abgezogen und eine 45 Minuten in der 45 Minuten pro Woche. Einfach so, so wirst du im Internet nicht verarscht. So benutzt man das Internet, weil du musst das Internet benutzen, da führt kein Weg dran vorbei und niemand sagt dir, wie du es benutzt. Dann bist du auf einmal auf Instagram und guckst lustige Memes an, auf einmal bist du in der Telegram-Gruppe, guckst Nacktbilder an und dann werden dir Pornos verkauft. Klar, du hast keine, du müsstest Leute schulen, die schon Lehrer sind. Option 1, ich denke nicht, dass das eine gute Option ist. Option 2 ist, du machst einen neuen Studiengang für Leute, die das halt dann lernen und beibringen. Wird auch nicht passieren. Accounts gemeldet und Instagram kontaktiert. Hier ihre Stellungnahme. Missbräuchliches Verhalten wie Spam oder Betrug sind auf unserer Plattform nicht erlaubt. Oh, was? Wir entfernen diese Inhalte, sobald wir davon erfahren. Und siehe da, nach unserem Kontakt sind 19 der 21 Seiten gelöscht worden. Nur Blaugesoffen und Horror-Workstories sind noch online mit zusammengerechnet knapp 340.000 Followern. Einfach gefickt! Wie gut, ich liebe den Typen. Damit habe ich nicht gerechnet. Dieses Netzwerk aus Insta-Pages, diese Telegram-Gruppen. Sie wirken wie eine vergorene Kombination des Schlechtesten, was beide Apps zu bieten haben. Für die OnlyFans-Darstellerinnen mag es hier nur um den Klau von Material gehen. Aber wie viele der gezeigten Frauen in den Kanälen sind vielleicht einfach Privatpersonen? Wir fragen uns, ob diese Masche wirklich das Beste ist, was man mit Millionen von Followern auf die Beine stellen kann. Mindestens eine der Instagram-Pages hat in der Vergangenheit augenscheinlich auch eine schnelle Methode, Geld zu verdienen, beworben. Nutzt man die Reichweite vielleicht einfach für immer neue Maschen? Als gäbe es keine besseren, legalen Methoden, so viel Reichweite zu monetarisieren. Vielleicht wird es einfach mal Zeit für einen Karrierewechsel. Cheers. Vor allem, ich frage mich immer, das muss sich ja so extrem lohnen für die Leute, dass sie wirklich so viel Zeit und Arbeit drin. Da könnte man nicht mehr Geld oder einfacher Geld verdienen, wenn man einfach was Gescheites macht? Also jeden Tag 1.000 Euro machen ist schon viel. Aber trotzdem steckt da doch so viel Arbeit drin. Also das hat ja irgendwann angefangen. Die haben sich ja ein Konzept überlegt und das über Jahre hinweg aufgebaut und Follower gesammelt, um das aufzusetzen und durchzuziehen. War alles steuerfrei. Ja, alles steuerfrei. Alles, was sie verdienen, die müssen keinen Cent abdrücken.